Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Es geht heute mal wieder um die De'Longhi Ecamm 2210B, aber auch um alle anderen Kaffeevollautomaten, wo man so eine Brühgruppe einfach mal schnell rausnehmen kann. Es gibt ja hier bei der De'Longhi nur den unteren Teil, der obere Stempelteil bleibt in der Maschine, aber es gibt auch bei Primadonna oder wie sie alle heißen, da holt man den kompletten Kasten mit raus. Nichtsdestotrotz kann man das mit allen Arten von entnehmbaren Brühgruppen machen. Und ja, wen die Reinigung, die tägliche Reinigung, wie ich die mache, hier interessiert, der kann gerne kurz dranbleiben. Weiter geht's nach meinem Intro. Meine De'Longhi ist jetzt hier schon im vierten oder fünften Jahr. Ich muss rechnen. Nein, halt, im fünften Jahr. So schnell geht die Zeit rum. Und das ist meine erste Brühgruppe. Das ist mein erstes Mahlwerk. Bei mir ist alles noch original vom Abtropfschale bis zum Wassertank. Es gibt ja alles recht günstig nachzukaufen. Die kostet auch nicht die Welt im Internet. Aber was habe ich gemacht die letzten Jahre? Und zwar die tägliche Reinigung. Wenn man viel Kaffee trinkt, mit viel sage ich einfach so 6 bis 7 Milchgetränke am Tag, wenn man die zubereitet, dann sollte man sich schon um diese Brühgruppe kümmern, beziehungsweise um den ganzen Vollautomaten. Besonders im Sommer, wenn die Feuchtigkeit noch mit reinspielt, ist das wirklich ein Element, was es zu pflegen gilt. Was mache ich also abends? Ich räume meinen kompletten Kasten raus, leere den Tresterbehälter. Hier als Tipp, wo der Trester Dreck reinfällt, einfach ein Küchentuch unten rein. Da wird zumindest mal die Flüssigkeit, wenn sie denn mit rauskommt, aufgesogen und es wirkt auch schon gegen diesen Schimmelmock vor. Ja, dann lasse ich im Grunde alles offen, auch hier die Serviceklappe, seht ihr jetzt nicht, der Kamera sind auch Grenzen gesetzt, weil ich ja die Brühgruppe raushole, also die hole ich wirklich jeden Tag raus, und zwar das abends, wenn kein Kaffee mehr getrunken wird. Und dann nehme ich mir einfach so ein Behältnis, dann tue ich die kopfüber hier rein, damit ich die Hebel, weil bei der gibt es noch eine Hebelfunktion, habe, und dann schütte ich einfach diesen Behälter mit lauwarmem Wasser auf. Das kann auch ein bisschen wärmer sein, weil das nämlich hier jetzt die ganze Nacht drin liegen bleibt. Die Brühgruppe, die liebt Wasser, deswegen bewegen sich auch die Hebel, wenn Wasser vorhanden ist, am besten. Ihr werdet das merken, wenn ihr das richtig trocknen lasst und bewegt dann die Hebel, da ist da wirklich nichts mehr zu machen. Schmiert auch nicht zu viel, weil wenn man Fett irgendwo dran hat, fängt sich auch hier der Kaffeesatz ab. Ja, was mache ich dann? Ich mache einfach hier 2 bis 3 Mal eine Pumpaktion. Das heißt, ich simuliere jetzt den Kolben nach oben und nach unten und sauge somit durch das komplette System dieser Brühgruppeneinheit das Wasser rein und wieder raus. Und dann lasse ich sie im aufgesaugten Zustand über Nacht einfach hier stehen. Und der Erste, der morgens aufsteht, das bin meistens ich. Ja, dann hole ich die hier wieder raus. Drück den Kolben einfach wieder nach oben, schau, dass der hier bündig ist, wisch einfach hier mit einem Küchenpapier drüber, das kann man auch in dem Wasser machen, und ihr seht hier, was hier für Brocken schon drin sind, und dann steckt man sich die Brühgruppe wieder rein und man hat einfach schon früh am Morgen einen frischen und gut schmeckenden Kaffee, weil das ist mitunter auch der Hauptgrund, warum die Leute immer fragen: Kai, mein Kaffee schmeckt so grässlich. Das kann entweder am Mahlgrad liegen, wenn man den zu fein oder auch zu grob eingestellt hat. Ja, oder man ist einfach so ein kleines Schwein und macht seinen Vollautomaten nicht sauber. Und bei der Brühgruppe fängt es halt nun mal an. Das war's jetzt. Ist wirklich ein kurzes Video. Ich habe schon mal was gemacht über die Brühgruppe, wöchentliche Reinigung. Und da habe ich gesagt, einmal die Woche reicht. Bei mir, wie gesagt, täglich. Das tut keinem was abbrechen. Jetzt schießt es hier oben auch raus. Und man sieht dann auch, wenn man das erste Mal macht, wie die ganzen kleinen Brocken sich hier rausdrücken. Und das ist dann wirklich nicht lecker, wenn man das im Kaffee hat. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wem ich geholfen habe, da würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Abonniert meinen YouTube-Kanal, das ist kostenlos. So verpasst ihr keine weiteren Videos bezüglich Kaffeevollautomaten oder auch Monsieur Cuisine Connect, Monsieur Mini, und dann sage ich bis zum nächsten Mal hier auf Kais Kanal.